Hallo, meine Lieben. Da bin ich wieder. Bin immer noch ein bisschen erkältet, aber ich versuch's jetzt mal. Ich hatte gestern schon versucht, eine Folge aufzunehmen. Hat nicht wirklich geklappt. Ich musste dann irgendwie so nach der Hälfte oder so abbrechen. Weil ich einfach Hustenanfälle gekriegt habe. Jetzt versuch's heute nochmal. So, aber ich habe gestern schon ein bisschen was gemacht. Ich habe dann einfach mal ohne euch ein bisschen weitergemacht. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, dass ich hier gerne ein Pferch reinhaben möchte. Und ich habe hier so lange hin und her gefusselt, bis ich da an die Ecke da noch ein Pferchen gekriegt habe. Weil ich würde gerne jetzt hier in diesem Auslauf Schweine und Ziegen haben. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil hier so eine Ecke ist. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Zaun außen rum mache, aber dann habe ich Angst gehabt, dass die Ziegen sich da irgendwie einklemmen. Deswegen habe ich das jetzt irgendwie so gemacht. So. Muss irgendwie nochmal fertig gebaut werden. Was ich dann noch gemacht hatte, und da musste ich dann die Aufnahme abbrechen, weil es einfach nicht ging mit der Erkältung. Und zwar habe ich mal ein bisschen dekoriert, ne? Guck mal. Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich hier so eine Deko-Ecke gemacht. Ich meine, es war vielleicht ganz gut, dass es abgebrochen ist, weil es hat ewig gedauert. Ich habe also in-game den ganzen Tag dafür gebraucht. Habe hier so ein paar Vasen hingelegt. Ich habe hier so ein bisschen Deko hingelegt. Ja, ein paar Pötte hingestellt. Und hier unten, guck mal, hier ist ein kleiner Hase drin. Ja. Und das habe ich jetzt mal einfach ohne euch weitergemacht. Ich finde es ganz hübsch geworden, ne? Ja. So. Das ist das. Und wir hatten ja schon, wenn ich mich recht erinnere, dieses eine große Feld, dieses 70er Feld da. Das hatte ich ja schon zu Roggen gemacht, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob meine Jungs hier irgendwie schon fertig sind. Da war ja dieses 70er Feld mit Flachs, was ich zu Roggen gemacht habe. Das da hinten. Das ist auch schon scheinbar schon eingesät, ja. Weil wir jetzt demnächst Tierfutter brauchen. Und da überlege ich jetzt, ich müsste jetzt noch irgendwo mal ein großes Flachsfeld haben für den Frühling. Und das wollte ich eigentlich jetzt schon mal anlegen, damit das im Frühling fertig ist, weil es ist jetzt der letzte Herbsttag, dadurch, dass ich jetzt so viel Zeit verdattelt habe. Und habe mir überlegt, dass ich da drüben ein Feld anlege für Flachs. Ich bin übrigens am Überlegen. Ich hatte jetzt für mich alleine, weil ich ja keine Let's Plays aufnehmen konnte und irgendwie so ein bisschen Mangelerscheinung hatte, noch ein eigenes Spiel angefangen für mich selber. Mit 3 Tagen pro Jahreszeit. Und ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich hier die Tageszeit wieder auf 3 Tage runterstelle. Weil ich hatte mir so ein kleines Dörfchen gemacht. Kann ich euch vielleicht mal irgendwann mal zeigen. Wo ich dann nur ganz wenig Mitbewohner haben will und alles selber mache, die Felder. Und der Vorteil ist, wenn man nur 3 Tage hat pro Jahreszeit, dass man dann ja auch nur ganz wenig Felder braucht. Weil natürlich auch viel schneller wieder Frühling ist und Herbst und Winter und überhaupt. Und irgendwie hat mir das total gut gefallen. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich das hier ändere. Könnt ihr mir mal eure Meinung zuschreiben. So. Weil, ich fand das irgendwie total entspannt. Mit den 3 Tagen. Ist ja auch der Ursprungszeit eigentlich, ne? So, jetzt habe ich mal überlegt, ich mache hier irgendwie ein Feld hin. Wenn ich jetzt hier lang mache, dann komme ich wahrscheinlich ins Wasser, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Ne, das will ich nicht. Ab hier wird es schräg. Wenn wir jetzt hier so anfangen, sag mal so. Wenn wir jetzt hier so anfangen, da so, da so, da so, da so vielleicht. Wie viele Felder kriegen wir denn hier hin? Das ist so doof, ne? Weil das hier so schräg ist. Hoffentlich kann man die Felder irgendwann mal drehen. Ich weiß, dass das programmiertechnisch wahrscheinlich sehr schwierig ist. So 16 mal 4, 16 mal 5, wären 80 Felder. Haben wir sogar 10 Felder mehr als vorher. Ich mach das mal kurz hin. Ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne? 16 mal 5 sind doch 8 mal 10, ne? Wenn ich das richtig sehe, sind 80. Ja, machen wir. Machen wir. So, das ist das Feld dann, ne? Teilsanzeigen. Aber wir sehen ja wahrscheinlich auch gleich, wenn ich jetzt einstelle, dass da Flachs hin soll. Jetzt muss ich mal gucken, wie das mit Dünger aussieht. Ich bin jetzt gar nicht mehr so drin hier. Ja, ja, 80 war richtig gut, okay. Dann haben wir hier das große Feld, Roggenhafer, da haben wir Weizen. Mit der anderen blicke ich jetzt gerade selber nicht so durch, aber ist auch völlig irrelevant, weil sowieso gerade Herbst ist und im Herbst kann man eh nur Roggen und Weizen ansehen. Also muss ich mir jetzt keinen Kopf machen. So.
Leute, dann kommt mal rüber und fangt mal an zu hacken. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch Dünger habe. Meine Schweinchen geben ja noch keinen Dünger. Sind ja noch Ferkelchen. Ach, übrigens, in dem anderen Spiel, was ich jetzt gespielt habe, da habe ich übrigens gesehen, in Borovo, ein schwarzes Huhn. In diesem Spiel ja noch nicht. Und ich hoffe so sehr, dass wir auch ein schwarzes Huhn kriegen. Vielleicht hole ich euch doch mal rüber. Ach komm, ich hole dich mal rüber. Warte mal, ich mache mal hier kurz auf Pause und lade mal eben kurz den anderen Spielstand. Eine Sekunde, bin gleich wieder da. Na, habe ich jetzt zu früh auf Start gedrückt? Oh Mann, ich habe gedacht, es geht schneller. Weil das Dorf ist eigentlich noch relativ klein und normalerweise müsste das relativ schnell laden. Wieso dauert das jetzt so lange? Hallo? Hallo? Entschuldigung. Hab ein bisschen zu früh auf Start gedrückt. Und zwar habe ich da jetzt auch gerade geheiratet. Und zwar habe ich da einen total schönen Platz entdeckt. Das ist mein kleines Dörfchen. Und das, da gibt es nur so ein paar Häuschen. Da gibt es jetzt hier einmal ein Hühnerhaus. Muss sein. Und dann gibt es das Haus. Und das Haus. Und mehr soll es auch nicht werden. Und das ist so ein Spielstand für mich alleine, wo ich ganz viel Zeit in Deko und all so ein Kram lege. Da habe ich auch diesen Erfahrungsgewinn auf 500% gestellt, damit das ein bisschen schneller geht, weil ich keine Lust habe, dass es mal alles so ewig dauert. Das ist mein Zuhause. Ganz viel Blümchen und so. Und da habe ich nur so ein paar 12er Felder gemacht. Ja, also alle Felder sind 3x4 groß. Und das reicht komplett aus. Ich habe hier ein Zwiebelfeld und das wird jetzt im Sommer wird das jetzt dann Kohlfeld. Da sind jetzt gerade die Zwiebeln drauf. Und hier hinten habe ich jede Menge Flachs, weil ich ganz viel Deko machen will. Mit Vorhängen und all so ein Kram. Und das ist ein super schöner Platz zum Bauen, ne? Weil man hat hier, ich nenne das mein Tümpeldorf. Und zwar ist das hier an diesem kleinen Tümpel. Ich zeige euch mal kurz. Ich zeige euch gleich, wo das ist. Alles so ein bisschen verstreut und ich mag dieses Dorf total gerne. Das macht mir gerade richtig Spaß. Vielleicht fange ich da mit euch nochmal ein Dorf an. Und zwar ist es an diesem kleinen Tümpel. Da ist so ein bisschen Stroh. Es reicht zum Wasser trinken, aber man kann ja ziemlich schnell einen Brunnen bauen. Und zwar ist das Dorf hier. Genau hier an der Kreuzung. Ich zeige es mal so. An dieser Kreuzung. Und das ist ein total super Platz zum Bauen, finde ich. Also den hatte ich vorher noch so gar nicht auf dem Zettel. Man ist so unheimlich schnell hier an der Mine. Man ist schnell in Baranica, Branica, Borovo und auch nach Kostrovia ist es nicht weit. Wenn man natürlich jetzt runter muss hier nach Hornica und so, das ist natürlich einmal ein bisschen weit, aber irgendwohin ist es immer weit. Und das wollte ich auch mal zeigen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zu den Hühnchen hin. Also ich finde das total schön hier von der Stelle her. Und da habe ich auch mal gegen der sonstigen Gewohnheit gemacht, nicht so, dass fallen gelassen ist, Essen nicht verdirbt, sondern es verdirbt hier und werde hier auch keine Schweine mehr machen, sondern habe hier dann immer nur Beeren gesammelt, ganz viel und dann halt über Nacht zu Dünger werden lassen, ne? Also zum Jahreszeitenwechsel. Also Beeren gesammelt, abgelegt und dann Dünger draus gemacht. So, und das ist so ein kleines Dörfchen, das sollen auch nicht mehr Bewohner werden, ne? Das sind 3 Häuser. Das heißt, wir haben da 6 Bewohner, plus meine Frau und ich, das sind 8, mehr kommen da auch nicht hin. Und jetzt wollte ich euch mal das Hühnchen zeigen. Das finde ich total süß. Und ich freue mich, ich hoffe so sehr, dass wir in unserem Dorf auch bunte Hühner kriegen. Ich hatte die nämlich noch gar nicht gesehen, die Hühner. Es soll übrigens ab 2023 Koop kommen, ne? Haben die jetzt veröffentlicht. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so sein soll. Dass man halt irgendwie vielleicht mit jemandem zusammenspielt. Der eine macht hier ein Dorf, der andere da ein Dorf und man handelt miteinander. Die Frage ist, kann man dann auch unabhängig voneinander spielen oder muss man immer gleichzeitig online sein? Das wird ja auch noch spannend, ne? Das würde mich mal interessieren. So, jetzt gucken wir uns mal das schwarze Hühnchen an. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. So, Inga, zeig mal deinen Huhn. Sind wir noch drin? Da ist es. Aber ich gehe mal nicht da an. Ist das nicht hübsch? Ich bin total schockverliebt in dieses Huhn. Ich will auch so ein Huhn. Jetzt ist die Frage, wie ist die neue andere Farbe? Es sollen ja, ich glaube, 2 oder 3 neue Farben geben, ne? Also eine Farbe haben wir schon mal, das ist hier die hier. Und wenn man jetzt Küken kauft, weiß man natürlich nicht, was man kriegt, ne? Ich finde die total schön.
So, wollte ich euch nochmal zeigen. Aber ich mache jetzt mal ein Päuschen und wir gehen mal zurück in mein Dörfchen, ne? In das andere. Bin gleich wieder da. So. Da sind wir wieder. Gut, das Feld ist fertig. Meine Leute sind auch schon rübergegangen. Ah, da geht er schon. Der Konrad müsste das sein. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie das hier auch mit Dünger aussieht. Ich könnte jetzt schon wieder echt schon wieder neu anfangen mit so einem kleinen Dörfchen. Aber egal. Nee, wir machen, bleiben jetzt hier. Stimmt, hier ist ja noch das Fleisch drin, das ich vergammeln lassen wollte. Aber Dünger ist da nicht mehr drin. Haben wir noch Dünger? Wieso machst du eigentlich nichts? Ich glaube, die geht erst rüber, wenn er umgehackt hat. Ne? Es ist ja immer so, es arbeiten drei Leute auf einem Feld. Einer hackt um, einer düngt und einer sät. Das heißt, wenn Konrad jetzt angefangen hat, die Felder da umzuhacken, dann müsste sie eigentlich losgehen und anfangen zu düngen. Hoffe ich mal. Und jetzt muss ich ja mal gucken, ob sie überhaupt düngen kann, weil ich hier gar nicht weiß, ob ich Dünger habe. Schauen wir mal, wie das hier aussieht mit Dünger. Ich war jetzt ja irgendwie eine Woche ja nicht drin oder ein paar Tage jedenfalls. Da 41 Dünger, das ist für ein Feld mit 80 ein bisschen wenig, ne? Da müssen wir auch noch Dünger holen. Ah, dieser blöde Dünger. Und ich habe jetzt überhaupt kein Geld mehr, weil ich so viel Geld für die Rezepte für Vasen und sowas ausgegeben habe. Das weiß ich gar nicht, wie lange brauchen Schweine denn überhaupt, bis sie erwachsen sind? Oh Gott, mein Lager ist voll. Ach du Scheiße. Okay. Eigentlich wollte ich heute ein Pferch bauen, aber ich würde sagen, Planänderung, Lager ausbauen, ne? Was jetzt übrigens auch geht, es gab ein neues Update. Guck mal, wenn man nicht jetzt einen Hammer in der Hand nehme und ich sage hier updaten. Guck mal, man kann das Lager kann man jetzt auch mit Lehmbewurf machen. Hier, und die Werkstatt geht auch. Alle gehen irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht, warum jetzt zum Beispiel die Küche geht. Warum das Lebensmittellager nicht geht, ob das noch kommt. Die Scheune geht auch. Die ist auch blau. Das finde ich richtig schön, weil wenn die nachher aus Stein sind, dann kann man die alle mit Kalkstein machen. Das sieht bestimmt toll aus. Ich hoffe, dass das Lebensmittellager auch noch dazu kommt. Das ist jetzt irgendwie, war so ein Mini-Update irgendwie vorgestern oder so. So. Aber machen wir mal weg. Wir müssen jetzt erstmal hier, wir müssen hier unser Lager erweitern, ne? Also Planänderung. Ich hoffe, wir haben genug Sachen. Ich mache das jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich genug Sachen habe dafür. Materiallager 2. Fupp. Ihr habt mir ja gesagt, das bleibt erhalten. Also das kann man ruhig machen zwischendurch. Die können trotzdem darauf zugreifen, auf die Sachen. Wieso habe ich denn überhaupt 91 Kilo in der Tasche? Ich habe so Bretter. Achso, die Bretter können wir ja schon mal irgendwo ranprügeln, ne? Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Tut mir leid. Also ich habe ja noch irgendwie Holzstämme und Bretter und sowas alles in der Tasche, weil ich da am Bauen war. Na gut, dann knallen wir das jetzt hier mal rauf. Eigentlich wollte ich ja ganz was anderes machen. Ich wollte den Pferd fertig bauen. Ich wollte nach Hornika gehen, endlich mal. Wegen der Kestrel. Das interessiert mich jetzt natürlich doch. Ihr habt mich ja vorgewarnt, ich soll einen Ausnüchterungstrank mitnehmen. Werde ich auch mitnehmen. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht vorher wissen. Aber jetzt weiß ich das nur schon. Jetzt nehme ich auch einen mit. Ich bin ja echt total gespannt, wofür wir den brauchen. Da bin ich echt gespannt. Vor allem, bevor ich völlig vergesse, wie die Geschichte war. Sollte ich den mal jetzt in der Hauptquest mal weitermachen. So, jetzt brauche ich erstmal, wie sieht das hier aus mit Holzstämmen? Bretter haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Dann nehmen wir schon mal mit. Ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. Und Holzstämme, kann ich noch welche tragen? Ein paar. Das scheint aber alles da zu sein. Das ist natürlich schön, ne? Wenn man das hier so fix mal machen kann. Jetzt kann ich mich zwar nicht mehr bewegen, muss ich ja auch nicht. Ich komme auch so ran. Ah, ist das angenehm, wenn man das so updaten kann, ne? Und dann einfach so sich aus der Kiste bedienen kann. Das ist natürlich echt toll. Wenn man denkt, wie es früher war, muss man das immer irgendwie abreißen und nochmal neu bauen. Und da muss man sich vorher erstmal stapelweise Rundholz irgendwo hinlegen, weil man ja dann die Kiste nicht mehr hatte und so. Das ist natürlich so viel einfacher, ne? Da geht das natürlich ratzifatzi mal eben so ein Lager updaten. Aber jetzt alles an Bretter schon. Braucht gar keine Bretter mehr. Oh, na gut. Dann Bretter weg. Und dann brauchen wir noch Holzstämme. Ach, diese Sortiererei, die nervt mich zu. Dem geht euch das auch so? Ich hoffe, dass sie das irgendwann mal ändern. Dass man hier mal vernünftig... Oh, das ist ein bisschen viel jetzt, ne? Guck ich da noch hin.
dass man da auch immer ein bisschen mehr filtern kann und nicht immer irgendwie so sich einen Wolf scrollen muss. Jetzt müsste ich natürlich auch gucken, ist wahrscheinlich in den Kisten, bei den Workstations sind wahrscheinlich jetzt irgendwelche Sachen gelandet, weil sie nichts ins Lager packen konnten, ne? Muss ich gleich mal die ganzen Produktionsgebäude abklappern. Oh, das geht aber auch doch relativ fix. Wow. Na, ich zähle jetzt nicht. Ich fange jetzt nicht an zu rechnen. Die paar Sachen kriegen wir auch so hin. Wieso habe ich denn eigentlich hier 40 Kilo drin? Was habe ich denn sonst noch so drin? Spitzhacke? Ach, hier, den Wein können wir auch mal verkaufen. Dann kriegen wir wieder ein paar Taler in der Tasche. Und das kann weg. Ach so, ich habe ja natürlich auch hier sowas wieder zurückgekriegt vom Abreißen, vom alten Steinhacke brauche ich eigentlich auch nicht. Na, so viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Mal gucken. Sollten wir das vielleicht irgendwie da bei der Schmiede, das Ressourcenlager, auch noch updaten? Oh, Mine freigeschaltet. Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bauen uns eine Mine. Mine! 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 Oh, wie geil! So, ich muss was trinken. Verschreck. Ich habe die Stimmung wieder abgestellt, weil es ging mir so auf den Keks. Das hatte aber zur Folge, dass ich in meinem alten, anderen Spiel, was ich so für mich alleine gespielt habe, als ich jetzt krank war, fast wieder gestorben wäre. Also verhungert wäre beim Dekorieren. So, den nehmen wir jetzt schon mal mit, bevor ich das vergesse. Stecke ich mir den schon mal in die Tasche. Achso, wie sieht das jetzt hier aus? Ich bin ein bisschen unkonzentriert. Tut mir, hab ein bisschen Nachsicht mit mir. Weil so ganz fit bin ich noch nicht. Das hört man, glaube ich, auch, ne? So, jetzt gucken wir mal. Ach, wisst ihr was? Dann bauen wir ein Pferd. Ist auch gleich fertig, wo wir schon mal am Bauen sind. Dann bauen wir jetzt ein Pferd auch fertig. Da brauchen wir wahrscheinlich... Pferd braucht Stroh, nehme ich mal an. Ich rate mal so 32 oder irgendwie sowas wahrscheinlich, ne? Eigentlich brauchen die ja immer irgendwie 32 Stroh. Dann brauchen wir ein paar Stöcke. Keine Ahnung. Und dann brauchen wir bestimmt noch Holzstämme dafür. Wie viel kann ich jetzt noch? Ungefähr 40 Kilo. Na, wo sind sie denn jetzt? Da. So. Na, das passt doch. Perfekt. Oh, ich hätte so gerne Ziegen, aber ich muss erstmal sehen, dass sich das hier mit dem Tierfutter einspielt. Woher gibt es keine Ziegen? Na, vielleicht ziehe ich den Zaun doch noch drumherum. Irgendwie sieht das komisch aus hier so mit der Ecke. Ich meine, es ist zwar dicht und ist abgegrenzt, aber irgendwie sieht es merkwürdig aus, ne? Ich hatte hier jetzt auch ein kleines Tor reingebaut. Ich muss aber unbedingt mal die anderen Tore machen. Habt ihr ja bemängelt, dass ich die falschen Tore überall drin habe. Ich habe ja überall diese Flechtgattertore, obwohl hier eigentlich diese Lattenzauntore reingehören. Vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann. Aber jetzt muss ich mal gerade wieder ein bisschen sparsam sein mit meinem Geld. Weil ich eben halt, wie gesagt, so viel Geld ausgegeben habe für die ganzen Rezepte, für die Vasen und so ein Kram. Das war richtig teuer. Und hier einfach nur fürs Deko-Zeug, ne? Für die Tonbecher, Tonkrüge und sowas. Das kostet ja alles so viel Geld. Da habe ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen pleite. Und ich muss auch hier meine Marktstände im Blick behalten. Ich glaube, die sind jetzt schon auf 10, ne? Die leveln ja in einem Turbo-Tempo. Das ist ja eigentlich nicht normal. Aber jetzt, wo sie auf 10 sind, ist ja dann auch gut. Da muss ich auch nicht mehr nachregeln. Ich muss jetzt ständig runterregeln, damit die mir nicht alles verkaufen, was ich habe. All diese Schnellleveln da. Na, kommt das hin mit den 32? Offensichtlich, ne? Ja, eigentlich sind die Dächer ganz oft 32. Oh, das sieht gut aus. Perfekt. Dann fehlt hier noch ein Holzstamm. Zwei Stöcke und zwei Holzstämme fehlen. Irgendwas ist ja immer, ne? So. Und schon ist ja Tag vorbei und gleich ist Winter. Habe ich alles fertig von Herbst? Ich hoffe doch.
brauchen wir noch 2 Holzstämme. Obwohl, ich würde da schon gerne noch eine. Ich nehme mal noch mal ein paar mehr mit. Ich möchte, glaube ich, da mal noch eine Bank irgendwo hinstellen. Und dann nehmen wir noch mal ein paar Stücke mit. Und ein paar mehr mit. Man weiß ja nie, wofür man die noch braucht. Und mein schöner Eisenhammer ist auch gleich kaputt. Schade. Ihn so lieb geworden. Oh, wir können eine Mine machen. Da habe ich natürlich richtig Bock drauf, ne? Andererseits wäre es jetzt auch schlau, erstmal Kalkstein ranzuschaffen. Das ist das Einzige, was in der Mine nicht geht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon irgendwas aus Eisen machen kann. Aber wäre schon schön. Ist die Frage auch, welche Mine nehmen wir, ne? Nehmen wir die da oben, wo ich schon... Na, so. Zack, fertig. Ich hätte jetzt gerne, glaube ich, hier irgendwo noch eine Bank. Hier noch eine hin? Nee. Aber dass man hier vielleicht hier irgendwie noch so sitzt? Oder kann man vorne vor vielleicht eine Bank machen? Na? Hier so vorne vor. Geht das eigentlich? Das wäre schön, wenn das gehen würde. Ja. Ich mag das, wenn am Weg so Bänke noch stehen. Wollen wir noch eine machen? Ah, die ist zu schief. Vielleicht hier an der Seite. Ne, da steht schon einer. Ne, hier ist zu schräg. Obwohl, eigentlich habe ich schon genug Bänke, ne? Obwohl, hier auch ein schöner Platz ist. So. Schick. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie sieht das im Lebensmittellager aus. Achso, ich wollte ja mal die Kisten durchsuchen. Ob die jetzt irgendwas in eine Kiste gepackt haben. Na, Schweinchen. Ich bin ja gespannt, wann die erwachsen sind. Wenn wir unseren ersten Dung haben. Ach, diese Dünger muss ich noch holen. Aber das kann ich auch im Winter machen. Brauchen wir ja im Frühling erst den Dung. So, ist hier irgendwas drin? Oh, ja. Das nehmen wir mal alles mit. Ich wünschte mir so ein Alles-Nehmen-Button. Ist man ja so ein bisschen von The Infected verwöhnt, ne? Oh ja, hier ist auch jede Menge drin. Wo ich es eigentlich ganz schön finde, wenn man hier so ein bisschen Holz sieht. Ach, ich glaube, die lasse ich da drin. Naja, vielleicht ein paar rausnehmen. Ach, eigentlich finde ich das ganz schön, wenn da so ein bisschen Holz liegt. Ich glaube, die lasse ich da drin. Mal gucken. So, gucken, ob hier auch was drin ist. Obwohl, betrifft das Lebensmittellager. Aber das war ja auch mal kurz überfüllt, ne? So ein Leder könnte hier drin sein. Jo. Als hätte ich es geahnt. So, haben wir noch irgendwas, was wir leer machen müssen? Eigentlich nicht, ne? Ne, ich glaube, das waren alle. Oh, ist das hübsch. Es hat auch echt mal Zeit. Ich habe irgendwie noch gar keine Laternen. Habe ich schon mal Laternen vom Haus? Irgendwie nicht, ne? Wollte ich das nicht schon machen? Warum haben die eigentlich keine Laternen vom Haus? Sollten wir auch mal machen, ne? Das wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt um diese Uhrzeit. Achso, vielleicht hat die Näherin hier auch noch Beutel reingetan. Ja, ein Säckchen. Sonst ist, glaube ich, keiner mehr, ne? Nee. Okay, dann bringen wir die Sachen mal weg. Also, die Diesel kann weg. Die Schuhe können wir eigentlich verkaufen, die edlen Stiefel. Säckchen könnten wir gleich nochmal mitnehmen. Zum Verkaufen. Die Spitzhacke kann eigentlich auch weg, aber die möchte ich nicht da reintun. Die will ich für selber benutzen. Dann haben wir noch ein Holzrädchen. Das kann weg. Die kann weg. Das kann weg. Den Wein kann ich auch verkaufen. Dann können die weg. Und mein Säckchen. So, und dann hier nochmal gucken, wie das jetzt hier mit Fleisch überhaupt aussieht. Ja. Nicht, dass die hier wieder mehr verkaufen, als ich habe. Nee, das sieht gut aus. Okay, dann kommt hier das rein. Dies. Ich könnte ja mal langsam anfangen, mir jetzt selber Heiltränke zu machen, ne? Dafür hatte ich ja die Kräuterhütte gebaut. Ich meine, ich habe ja noch ein paar Tränke, habe ich ja noch, aber da sollte ich auch mal langsam anfangen, sie zu machen. So wie das hier aus bei euch mit Essen. Fleisch mit Soße einmal.
Und ihr habt noch Kohlsuppe. Das sieht aber gut aus hier alles. Aber das könnten wir auch mal verkaufen. Die nehme ich mal mit zum Verkaufen. Das nehme ich mit zum Verkaufen. Haben wir noch mehr? Getränke, die weg können. Weizenbier kann auch weg. Das sind alles verdorben. Das haben wir 13. Yeah. Oh, Pilzsuppe ist hier auch noch. Ach, stimmt. Ich weiß gar nicht, habe ich das jetzt schon eingestellt? Ich glaube, ich hatte vergessen einzustellen, dass die auch Pilzsuppe überhaupt essen dürfen. Wo waren das jetzt, Verwaltung, da? Habe ich das schon eingestellt? Kohlsuppeflaschensoße. Ja, habe ich schon eingestellt. Das hatte ich nämlich vergessen einzustellen. Okay. Hey, Moment, gebratenes Fleisch. Habe ich da auch eingestellt? Sollen sie eigentlich gar nicht essen, obwohl ich habe ja so viel. Na gut. So, noch irgendwas, was wir verkaufen können. Nimm. Hier ist so ein Kirschwein, der kann auch weg. Noch ein Met kann weg. Dann werden wir alles in Hornika verkaufen, weil wir wieder ein bisschen Geld in die Kasse kriegen. So, apropos Geld in die Kasse, mal gucken, ob unsere lieben Marktleute schon ein bisschen Geld reingeschafft haben, weil ich bin sowas von pleite, ey. Habt ihr ein bisschen in der Kasse? Oh ja, oh. So pleite bin ich doch nicht. Na gut, jetzt muss ich mal gucken, haben die überhaupt noch Beutel zum Verkaufen? 65 sind hier noch. Wie sieht das mit Leder aus? Leder. Da, pass auf, dann nehmen wir das mal kurz mit. Und machen hier nochmal 60 Säckchen. Ja, man ist mal so, denke ich immer so, oh, ich bin so reich und dann zack, kommt irgendwas. Achso, warte mal, brauche ich Leder für die Lampen? Nee, ein Leingewebe, ein Leingarn und Steine, okay. Dann können, was ist das restliche Leder? Da, dann kann das wieder rein. Haben wir noch Leingewebe und Leingarn und sowas? Scrollerei macht einen bekloppt, ne? Wieso habe ich denn so wenig? Habe ich noch Flachs? Flachshalm. Na gut, okay, dann pass auf, denn würde ich sagen, machen wir nochmal eben 20, 25. Nee, 25 geht dann. Nehmen wir mal 20. So, 20 mal Flachshalm. Dafür könnte ich 10 Lampen machen, ne? Für 10 Lampen brauche ich 30 Steine. Ich hoffe, dass ich das alles mitkriege. 30. Nein. Oh, echt jetzt? 30 Steine brauche ich. Dann brauche ich 30 Stücke. Ein paar hatte ich, glaube ich, noch. Egal, ich nehme mal 30 Stücke. Müsste jetzt hinkommen, ne? Ja. Oh, das sieht so schön aus, finde ich. Ich mag die Ecke total gerne. Auch hier mit den ganzen Sachen und so. Das hat mich so pleite gemacht hier, diese ganzen Pötte und so. Da muss noch mehr rein. Oh, ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr. So, nee, hier bin ich falsch. Da muss ich hin. Dann machen wir jetzt einmal 20 mal Leingarn. Wieso habe ich noch keine Fackel im Dorf? Ich verstehe das gar nicht. Ist ja sonst immer eigentlich das Erste, was ich aufstelle. Hab ich irgendwie völlig vergessen. Aber sowas macht man ja sowieso am besten nachts. Deswegen passt das jetzt ganz gut. So. 10. Ja, und jetzt im Winter gehen wir nach Hornika. Und gucken nach der, was mit der Kestrel ist. Ich glaube, ich muss die irgendwie finden. Geh nach Hornika und finde Kestrel. Ja, stimmt, die muss das mal finden, ne? Bin ich ja mal gespannt. So. Jetzt müssten wir eigentlich 10 Fackeln aufstellen können. Aber hier hatte ich doch auch eine Tür reingemacht, ne? Ja. Da müssten wir aber, die Tür geht nach rechts auf. Da muss es dann. Nee, ja, es ist da auf der anderen Seite hin. Geht nach links auf, würde ich sagen.
Ihr wisst ja, was ich meine. Da, da rennt man so gegen, ne? Eigentlich müsste die hier hin, obwohl da ist, glaube ich, ganz schön. So. Oh, ich mag mein Haus. Ist so hübsch. Ich muss unbedingt noch mehr von diesen Lampen aufhängen. Damit das richtig hell ist in den Häusern. Nimm mal den Hammer weg, Hasi. So, jetzt kriegt erstmal jeder eine vor die Tür. Oh, eine Fackel. Man muss ja aufpassen, man darf ja jetzt hier nicht so direkt an der Wand stellen, weil dann die Tür offen stehen bleibt, weil die an der Fackel dann festhakt. Ich glaube, ich stelle es hier hin. Also. Einmal da. Dann kriegst du noch eine Fackel. Oh, und die Häuser updaten muss ich auch nochmal irgendwie, aber da muss ich mir erstmal noch so ein Reservehaus zulegen. Ich glaube, die stelle ich mal hier so direkt von Balken. Ich habe in meinem anderen Haus übrigens jetzt dieses gute Dach gemacht, ne? Dieses Dach gefällt mir gar nicht mehr. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber dieses, was 12 Bretter braucht pro Feld, das sieht echt gut aus. Aber da braucht man ja natürlich Bretter ohne Ende, ne? Da braucht man pro Haus jetzt irgendwie 48 Bretter oder so. Muss ich mal gucken, ob ich da Lust zu hab. Irgendwann ändern wir das vielleicht mal. Aber vielleicht lasse ich das hier aber auch... Das soll nicht gegenrennt. So. Dass ich die Strohdächer behalte. Hier macht die nur aus Stein an die Häuser. Aber dafür muss ich dann erstmal ein Reservehaus bauen. Und ich weiß noch nicht, wo ich das hinbauen soll. Auch ein Reservehaus, dass ich die Leute immer so kurz mal wegparken kann, sozusagen, woanders hinpacken kann. Ich glaube, das stelle ich hier hin. Direkt vors Fenster. Ja. Ja, und da weiß ich noch nicht, wohin damit. Ach, schön, ne? Stimmt, hier vorne hatten wir schon Fackeln. Aber bei den Häusern irgendwie noch nicht. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich, weil noch Leinenfaden fehlte. Hier ist es natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht stelle ich hier zwei hin. Wie viel kann ich denn überhaupt noch? 5 Stück könnte ich sogar noch. Pass auf, dann machst du, kriegst du hier einen an die Ecke. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Da so? Geht auch nicht. Da geht's. Da geht's. Ach, das reicht doch schon, ne? Machen wir bei den Hühnchen auch eins hin. Aber die sollen ja auch in Ruhe pennen, ne? Nee, die sollen kein Licht haben, weil die können die nicht schlafen. Und dass die ganze Zeit da so reinscheint. So, ihr kriegt noch. Da stellen wir, glaube ich, eins hier vorne hin. Na, da so. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich hatte schon mal Fackeln gemacht, aber ich glaube, ich habe einen Spielstand, hatte ich irgendwie den falschen geladen. Ich musste auch dann teilweise den Zaun nochmal neu machen. Aber es kommt, wenn man jetzt nicht so ganz fit ist, dann macht man manchmal so komische Sachen. Weil ich hier diesen Zaun, den hatte ich ja nochmal neu gezogen. Und ich meinte, ich hatte so ein Déjà-vu. Da habe ich gedacht, das hast du doch schon gemacht, ne? Aber ich hatte dann irgendwie einen falschen Spielstand geladen. Deswegen musste ich manche Sachen nochmal machen. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich schon mal irgendwann Fackeln aufgestellt habe. Das nur wieder vergessen. Nur auch falschen Spielstand geladen habe. Ich weiß es nicht. Egal. Mein Gehirn ist halt ein bisschen benebelt. Noch habe ich noch 3 Fackeln. Das wäre natürlich jetzt Träumchen, ne? Ja. Das ist ja cool. So, pass auf. Du kriegst hier eine hin. Na, so, da am Ende von der Treppe. Damit man nicht die Treppe runterfällt. Und du auch. Ne, passt nicht. Wieso geht es nicht? Oder dahin? Ich glaube, da möchte ich hier eins hin machen. So. Und da... Hier zwischen den Blumen irgendwie, ne? Ach so. Ach, geht nicht wegen der Blumen jetzt, ne? Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Oh, das macht mich manchmal kirre, ey. Da geht's. Ich aber nicht. Da geht's nicht. Dann geht die Tür nicht mehr auf. Dann nicht mehr zu. Also bleibt dann irgendwie offen stehen. Ha. Das ist doch gut. Ja, das ist doch hübsch. Schön. Hier müssen auch noch irgendwie Zäunchen oder irgendwas hin, ne? Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Und
hier müssen natürlich auch noch Fackeln hin, ne? Dass man hier den Weg ein bisschen... Obwohl, vielleicht erwarte ich auch... Kann ich die Laternen schon machen eigentlich? Theoretisch, ja, praktisch nein. Ich kann mir das Rezept nicht leisten und ich habe keinen Wolgan. Okay. Na gut. Denn nicht. So, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt ins Bett. Rasi und ich gehen ins Bett. und morgen geht's dann weiter, ne? Und dann gehen wir nach Hornika und gucken uns das hier mal an mit der Dingenskirchen da, ne? Okay. Alles klar. Bis denn. Wir sehen uns. Tschüss.